Dieser fantastische Uhrentower wartet auf uns. Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Ganz genau. So, heute schauen wir uns also den wunderbaren Tower an. Ich hoffe, er wird wieder so innovativ. Ihr wisst Bescheid, Guys. Innovativ Merch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Insider nur bis Ende des Let's Plays erhältlich. Was passiert hier? Das ist das schlimmste Level, das ich je gespielt habe. Das sage ich in letzter Zeit sehr häufig. Aber, what? Ah, wir müssen da hochfahren, okay. Wobei der Rhythmus ist meiner Meinung nach ganz entspannt. Da kann man sich gut auf einstellen. Tack, tack, tack. Tick-tack, erfrischt den Tag auf die milde Art. Mach mal hoch da. Oh! No way! Warum geht das hier auch nach rechts? Nur ist mir eigentlich egal, in welche Richtung das fährt. Oh, das hätte böse knapp enden können. Böse knapp? Ganz genau. Wieso habe ich das Gefühl, dass wenn ich hier hochspringe, hier was sein könnte? Nö, aber wäre bestimmt ein cooles Secret gewesen. Steppen wir direkt durch die nächste Röhre, weg hier, weiter. Okay, 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 hier oben sind wir schon mal safe. Hoffe ich. Grüner Schalterpalast, bitte hilf mir für die zweite Starcoin, let's go. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Muss ich hier rein? Ja, muss ich. Sterbe ich jetzt? Ah, ne, ich muss hier wieder raus. Lass mich raus, bitte, danke. Uiuiui, knapp. Okay, weiter geht's direkt. Wo komme ich raus? Hier. Einmal festhalten. Jumpen. So schlimm, wie ich dachte, ist das Level dann doch nicht. Okay, wir fahren hier so ein paar Pöller aus, denen wir vermutlich folgen müssen, um nach hier oben zu kommen. Eine weitere geschenkte Starcoin. Es läuft gut, hä? Na gut, man hätte vielleicht... Ah, doch. Ein Block, um uns in One-Up zu gehen. Denn wir haben nicht mehr 99. Aber für die Leistung jetzt in dem Level könnt ihr doch auch mal ein Like da lassen. Und scheinbar wartet auch noch eine Bergwelt auf uns. Welt 7 ist das. Aber wir schauen uns zuerst Welt 6 an. Und zwar die wunderbar leckere Eiswelt. Snowfield Tundra ist das erste Level, das uns entgegenstellt. Und der Goomba hat eine Weihnachtsmütze auf. Das finde ich gut. Die Musik. Ja, finde ich. Kann man. Okay, kann man machen. Ah, jetzt habe ich aber Angst vor dem. Mit dir, Kollegen, bestimmt. Ja, vielen Dank. So, ist es nur rüberrennen? Ich glaube schon. Let's go. Es ist, ich will nicht sagen, einfacher geworden, weil wenn ich das sage, kommt Karma. Und Karma, wie ihr wisst, ist wie das Imperium. Es schlägt zurück. Nochmal ein Pinguin, mit dem wir ein bisschen Slide in Action machen können. Bitte jetzt hier nichts Falsches. Ah, vielleicht haben wir hier oben was geskippt. Man weiß es nicht. Man guckt natürlich nochmal nach, um zu hoffen, dass da was ist. Aber man wird nur enttäuscht. Von seiner Leistung, von Mario und von allem. Kriegt aber auch hier den Pinguinpilz wieder. Wird K-Storm es noch schaffen, hier lebendig dieses Level zu bestreiten? Werden wir sehen. Ich denke so. Alle Starcoins und schon das Ziel. Geisteskrankes Level bisher. Gefällt mir. Let's go, nächstes Level. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Snowball Field. Mal hier hinten gucken, was gibt's denn hier? Gar nichts. Schön. Oh mein Gott. Gerade zu sehr auf die Musik konzentriert. Sorry, Guys. Weil die Musik ist geisteskrank. Und ein schwarzer Yoshi. Let's go. Ich sehe hier die erste Starcoin. Aber keine Ahnung, wie man an sie drankommen soll. Über eine Röhre? Aber die Röhre muss ja dann hier irgendwo sein. Warum habe ich das Gefühl, eine von den beiden rot? Wie immer, sass. Ihr wisst Bescheid? Ah, ich verstehe das Gimmick. Mega cringe. Let's go. Down. Der Koopa hatte einen Mantel an. Wie cool ist das denn? Wir brauchen hier eine Feuerblume. Okay, nur um es klargestellt zu haben, mit einem Pinguin kommen wir da scheinbar auch nicht weiter. Achso, by the way, hier stehen normalerweise Gegner, aber ich habe ja den Dings geholt. Den Pinguin. Deswegen sind die jetzt weg. Außer hier ist eine Feuerblume drin. Das wäre zu schön gewesen, natürlich. Schade. Ihr werft mit Feuer. Das ist eigentlich erstmal... kein Problem. Aber kein Problem, aber kein Problem, denn ich... oh, der macht die Blöcke kaputt. Wetten, dass der mir die Starcoin jetzt holt.
have a great time. Gut, wie man an die letzte Starcoin kommt, keine Ahnung. Wir werden es hoffentlich herausfinden. So, diese Starcoin wäre auf jeden Fall mal in unserer Tasche. Let's go. Und natürlich kann man sich 2 Zentimeter vorher auch einfach eine Koopa Shell nehmen und sie nach hier unten werfen. So, ab ins Ziel. Boah, das war knapp, weil ich nicht geguckt habe. Frosty Highlands. 5-3. So. Oh, da hat es geruggelt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich auf die draufspringen kann oder nicht. Ich werde es erstmal nicht tun, bis uns das Spiel sagt, wir dürfen. Aber finde ich schon mal cool, wieder innovativ, dass es Schneemänner gibt. Wie gesagt, das Game ist halt geisteskrank. Also wirklich, alles, was ich bisher... Okay, wir können nicht draufspringen. Alles, was bisher passiert ist in diesem Spiel, was programmiert, rein neu ist, ist wirklich echt so geisteskrank. By the way, innovativ sage ich in diesem Let's Play sehr häufig, wie ihr wisst. Deswegen habe ich auch tatsächlich ein kleines Merch-Paket für euch. Es gibt nämlich 2 T-Shirts, tatsächlich, wo innovativ draufsteht. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gibt es nur bis zum Ende dieses Let's Plays. Also schnell zugreifen, bevor das vorbei ist. Am Checkpoint werden wir rausgelassen und kriegen einen Pinguin als Item. Let's go, dich skipp ich. Dieser kleine P-Schalter ist ein bisschen sass. Deswegen würde ich sagen, drücken wir ihn doch mal. Oder ist er nur für Coins? Natürlich nur für die Coins. Hey, ich finde das voll cool. Natürlich ist ein Schneemann immun gegen Eis. Also wäre weird, wenn nicht, aber... Oder auf dich drauf? Kann ich wirklich nicht. Okay. Hätte sein können, dass man von oben irgendwie drauf kann. Man weiß nicht. Alle 3 Starcoins in unserer Tasche. Let's go up ins Ziel. Frostbite Rich. Also nicht rich im Sinne von reich, sondern R-I-D-G-E. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das hier sieht sass aus. Hier ist aber nicht die erste Starcoin. Wir können Mancha befreien mit Feuer. Und ob ich es gut finde, weiß ich tatsächlich noch nicht. Ah, da oben könnte was sein. Knapp des Jahrtausends. Hier ist aber nichts, okay. Heiliges, kanonenfassiges Rohr von Donkey Kong. Das sieht so sass da unten aus. Da ist auch eine Röhre. Ja, let's go rein da. Denn hier können wir nach unten. Das sah schon aus. Ich dachte erst, es wäre Nebel. Nein, es ist natürlich Schnee. Was erwartet uns hier unten? Oh, mit dem roten Schalterpalast wären wir hier sogar unsterblich gewesen. Vielleicht kommt er auch schon bald. Man weiß es nicht. Ich find's auch voll cool, wie wir blaue Koopas haben. Das ist nicht normal. Rein da. So, schauen wir uns doch mal hier unten um. Ist hier auch schon die letzte Starcoin? No, es ist Guess a Path. Och nö, ich gehe in die Mitte. Mitte sieht für mich immer richtig aus. Oder hätte man hier nur Items bekommen können? Ah, ein paar Run-Ups brauchen wir eh nicht. Also wirklich. In luftigen Höhen geht's weiter. Oh mein Gott. Das wird die Hölle. Guys, kommt ihr mit mir durch die Hölle? Dann jetzt den Kanal abonnieren. Das würde echt mich unterstützen. Da oben ist eine Röhre. Schaffe ich nicht. Scam des Jahrhunderts. Aber nun gut. Man kann's ja nachholen. Da gestorben. Controller durch den Monitor. Und auch die 3. Starcoin. Keine Spur davon. Wo? Keine Ahnung, wo die sein sollen. Ich hab's jetzt noch probiert. Aber weiß ich nicht. Kommen wir zu Snowfall Peak. Ich habe jetzt bis das Level noch 2-mal durch und habe sie nicht gefunden. Also, die eine weiß ich ja, wo sie ist, obviously. Die Röhren sind maximal sass hier, die bunten. Wir gucken, in welches reingeht. In die rote, weil, wisst ihr, wieso geil ist? Weil rot ist sass. Ah, wir können die zerstören von unten. Ja, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Da war nichts. Okay. Steppen wir weiter rein hier. 1, 2, 3. Die Goombas sehen halt auch wirklich anders wild aus, oder? Das ist aber auch sass hier. Da könnte noch was sein. Ist aber nicht. Aber hier wird durchgerannt, auf gar nichts geachtet, weil sich auch hier nichts befinden tun tätet. Wir haben auch erst eine Starcoin. Das ist erstmal nicht schlecht, aber halt auch nicht gut. Okay, Goomba, weg damit. Ja, ich halte dir auch gerne eine Grabrede, aber jetzt erstmal hier aufentspannt diese Starcoin befreien. Vielleicht nicht meine beste Entscheidung, das so zu machen. Bitte nicht, nein, hallo. Hallo, 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 hallo. Was ist denn das? Ach, Mann.
Ich gehe. Die Starcoin wird nicht geholt. Das ist jetzt mein vierter Versuch. Ich bin jetzt schon viermal gestorben. Ich versuche die ganze Zeit den Cooper reinzuwerfen. Ich lasse es an der Stelle. Ich spiele das Level jetzt einfach durch. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen an der Stelle, es gibt Dinge in dem Hack, die gefallen mir überhaupt nicht. Wie zum Beispiel eben so... Wie zum Beispiel sowas hier. Was ist denn das jetzt schon wieder? Hier oben ist doch was. Hier oben ist doch was. Bitte lass hier kein Secret Exit. Ach, Mann. Oh, das wird bestimmt gleich voll satisfying. Und rein da. Weg. Ein Secret Exit. Das ist gar nicht so schlimm. Ich spiele das Level einfach nochmal ganz kurz. Der Secret Exit schickt uns durch diese gruselige Höhle zum roten Schalterpalast. Oh, okay. Und hier 10.000 verschiedenfarbige Goombas. Koopas. Ey, ich bin so lost. Bumm. Wada wang, wada wang. Alle durchsichtigen Blöcke sind jetzt auch rot. Entspannt. Crystal Frost Tower. Welt 5 Tower. Let's go. Rein da. Ob ich mich freue, ist halt wie immer die andere Frage. Aber das soll jetzt erstmal kein... Kann ich hier hochklettern? Ja, okay. Das sieht schon so aus. Oh mein. Das ist wieder eines der Level, die nach 10 Minuten keinen Spaß mehr machen. Ich nur noch rumschreie. Und die Nachbarn einfach keine Lust mehr haben, neben mir zu wohnen. Das ist angenehm. By the way, direkt unter mir war gerade die erste Starcoin. Die habe ich da mal eingesammelt auf entspannt. Ich komme hier nicht hoch. Tot. Mann, warum? Hey, das ist so dumm mit diesem Controller. Das ist für eine Weaving-Mode ausgelegt, nicht dafür. Jetzt aber auf entspannt hier hoch zum Checkpoint. Let's go. Was haben wir hier drauf? Eine brennende Schneeflamme. Deswegen auch dieses Froze Flame. Muss ich hier rein? Gut, scheinbar nicht. Ich gehe gleich. Ich gehe gleich. Oh, immerhin kriegen wir einen Run-Up. Wie soll ich denn die Starcoin? Ist mir egal. Ich hab von Anfang an gesagt, das wird kein 100% Run. Ah ja, man muss sich da hängen lassen. I see, aber nee, vergiss es. Ich will lebend hier durchkommen. Und das reicht mir. Erstmal Mikrofon ein Stück höher. Ey, und dann ist diese Kamerafahrt so langsam, dass man entweder ultra gehetzt ist, wenn man unten ist, oder man schläft halt zwischendurch einfach ein. Die Starcoin wird stressig. Aber wir haben sie. Bitte, Mario, Mario, jetzt mach gar keine Fehler mehr. Bitte, bitte. Hallo, hallo, Mario. Mario, 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 Mario. Mario, Mario, Mario. Ganz entspannt rein zum ersten, zum weiteren Custom-Boss. Das wird krass, das wird safe krass. Ich habe Erwartungen an dich. Ich sehe da links Feuer, ich sehe da rechts Wasser. Ich habe keinen Bock. Oh, okay. Aber ich kann natürlich, obviously. Nein, 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 bitte. Nein, ey, das wäre so unverdient, hier zu sterben jetzt. Nein, hallo. Yoshi, du bist so ein... Nein, was passiert? Bitte, Yoshi, 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 hallo, 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 hallo. Mann, 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 hallo, bitte. Yoshi, komm doch zurück. Mann, 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 hallo, 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 bitte, bitte, bitte. Let's go. Das war so horrifying. Oh mein Gott. Guys, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob es so schwer bleibt oder ob es einfacher wird, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst ein Abo da, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend. Ich bin tot. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leute.